Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zur Auftaktveranstaltung der Sächsischen Aktionstage Unternehmensnachfolge 2021. In diesem Jahr mit dem Motto Nachfolge gestalten, Lebenswerk erhalten. Wir haben für die kommende Stunde drei Programmpunkte für Sie geplant. Wir beginnen gleich mit einer Begrüßungsrunde und setzen dann mit einem Vortrag zum Thema Nachfolge fort und besprechen dann in einer weiteren Diskussionsrunde die Nachfolge anhand praktischer Beispiele. Und da unser Zeitplan heute relativ eng ist, fange ich gleich mal an, die Gäste der jetzigen Diskussionsrunde vorzustellen und beginne beim Staatsminister für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr, Martin Dulich. Herzlich willkommen. Zur Diskussionsrunde gehören außerdem Herr Dr. Andreas Sperl, Präsident der IHK Dresden und Herr Dr. Jörg Dittrich, Präsident der Handwerkskammer Dresden. Wie gesagt, die Zeit ist knapp, deshalb steigen wir sofort ein und die erste Frage geht an Herrn Dulich. Herr Dulich, wie wichtig ist Ihnen als Wirtschaftsminister die Unternehmensnachfolge? Ja, mit Nachfolge beschäftige ich mich gerade auch aktuell, aber auch natürlich in den letzten Jahren sehr, weil man könnte ja jetzt sagen, das müssen die Unternehmen selber machen. Aber wir sind nun mal ein Land, was geprägt ist von Mittelstand, was geprägt ist von einer sehr kleinteiligen Wirtschaftsstruktur. Und wir sind durchaus auch geprägt von einer Generation von Unternehmen, die nach der Wende mit aufgewachsen sind und jetzt auch selber sozusagen mit ihren Belegschaften manchmal kollektiv in den Ruhestand gehen würden, wenn wir nicht aufpassen, dass tatsächlich eben auch dort die Nachfolge geklärt ist. Und das hat Größenordnung oder es nimmt Größenordnungen an, weil wir reden inzwischen von 1000 Unternehmensnachfolgen pro Jahr, die zu regeln sind. Und das ist etwas, wo es dann auch einem Staat nicht egal sein kann. Ja, man könnte ja sagen, bitte Unternehmen, kümmert euch selber, aber einem Staat kann es nicht egal sein. Wenn ich unsere Wirtschaftsstruktur mir anschaue, dann wollen wir natürlich schauen, dass wir vernünftige Unternehmensnachfolgen organisieren, gewährleisten, im besten Fall mit Wachstum verbunden, dass wir von der kleinteiligen Wirtschaftsstruktur vielleicht auch durch Unternehmensnachfolgen vielleicht zu größeren Einheiten kommen. Also von daher ein großes Thema für uns, was wir auch die ganze Zeit auch politisch und verwaltungstechnisch mit begleiten. Da kommen wir gleich nochmal dazu. Zuerst mal noch die Frage an Sie, Herr Dr. Sperl. Aus der Erfahrung in den Kammern, die ja Unternehmen auch begleiten und beraten, bei der Nachfolge wird immer wieder deutlich, dass viele Unternehmer teilweise viel zu spät damit anfangen, ihre Nachfolge zu planen. Was meinen Sie, wann sollten Unternehmer denn damit anfangen, die Nachfolge zu planen und was raten Sie Betrieben in diesem Fall? Also generell kann ich sagen, man kann nie früh genug damit anfangen, sich Gedanken zu machen, wie eine Nachfolgeregelung gestaltet werden kann. Es gibt ja die verschiedensten Formen. Die einfachste wäre, dass ein Unternehmer in seiner Familie Kinder hat, die das Unternehmen weiterführen wollen. Aber in vielen Fällen ist das nicht gegeben. Ist es auch heute so, dass die Work-Life-Balance bei manchen jüngeren Menschen dazu führen, dass sie sagen, ich will gar keine unternehmerische Verantwortung tragen, sondern eine andere Tätigkeit in meinem Leben ausüben. Da muss der Unternehmer eben sehen, findet er extern andere Möglichkeiten, die ihm eine Unternehmensnachfolge sicherstellen. Da gibt es die unterschiedlichsten Wege. Man findet vielleicht extern jemand, der in das Unternehmen eintritt und dann langsam in die Nachfolge hineinwächst. Oder aber man macht und überlegt ein Management-Buyout, das heißt, die Belegschaft übernimmt das Unternehmen. Es könnte auch sein, dass der Unternehmer sagt, ich verkaufe das Unternehmen an ein anderes Unternehmen, was möglicherweise dadurch Synergien heben kann. Oder in seltenen Fällen gibt es auch die Möglichkeit, dass der Unternehmer sagt, ich gründe eine Stiftung und bringe das als Stiftungsvermögen ein. Das sind alles unterschiedliche Möglichkeiten, die aber alle für sich sehr komplex sind. Sowohl von der rechtlichen Seite, von der steuerlichen Seite, aber auch von der betriebswirtschaftlichen Seite. Deswegen muss man sich sehr, sehr früh damit beschäftigen. Es kann auch sein, dass ein Unternehmer in diesem Prozess zu dem Ergebnis kommt, ich möchte doch eine andere Regelung haben. Also ich würde mal sagen, 3 Jahre ist absolut das Minimum. 5 Jahre wären besser, die man sich Zeit nimmt, um sowas zu regeln. Und es kommt ein wichtiger Aspekt dazu, den manche übersehen. Die Belegschaft in einem Unternehmen beobachtet sehr genau, ob eine vernünftige Unternehmensnachfolge geregelt wird. Und es besteht die Gefahr, wenn Sie das Gefühl haben, und ich habe das gerade bei uns im Zulieferbereich erlebt, dass das nicht geregelt ist, dann gehen die guten Leute relativ schnell weg und suchen sich andere Möglichkeiten, weil sie einfach keine Perspektive sehen. Um das zu verhindern, muss rechtzeitig eine Nachfolgeregelung initiiert werden und auch kommuniziert werden an die Belegschaft.
Vielen Dank. Neben Handel und Dienstleistung ist vor allem auch das Handwerk stark von der Thematik Nachfolge betroffen. Herr Dr. Dittrich, mit Blick auf diejenigen, die überlegen, den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen, was würden Sie sagen, ist attraktiver, die Selbstständigkeit mit der Existenzgründung oder die Selbstständigkeit durch den Schritt der Nachfolge? Ich würde gern das Stichwort von Präsident Sperl aufgreifen, als es um das Thema Work-Life-Balance ging. Das ist schon mal ein Punkt, den ich nur schlecht verstehen kann. Weil Work-Life-Balance immer so das Bild suggeriert, es gibt was Gutes und was Schlechtes. Man muss eine Balance dort herausbekommen. Und ich glaube, dass wir heutzutage es schaffen müssen, die Menschen entsprechend ihrer Talente zu fördern. Zu mir sagte mal ein Professor aus dem Bauwesen, ja, die besten Leute gehen jetzt in die Bioinformatik. Das glaube ich nicht. Die besten Leute müssen immer dort sein, wo sie talentiert sind. Wer sagt denn, dass der Bioinformatiker ein guter Handwerker wäre? Also das ist mir schon mal wichtig, dass die Menschen auf sich selbst hören und nicht sagen, bloß weil sie den Drang haben, selbstständig zu sein, sind sie deswegen falsch, sondern das sind diese Überzeugungstäter, die wir brauchen. Wenn wir die dann haben, dann ist, glaube ich, die Frage, ob man selbst gründet oder etwas übernimmt, gar nicht ganz so entscheidend. Bei einem Betrieb, den man übernimmt, hat man vermutlich eine Kundenbeziehung, eine Lieferantenbeziehung. Man hat auch einen Mitarbeiterstamm. Das hat einen Vorteil. Aber es kann natürlich auch einen Sinn machen, wenn man eine neue Idee hat, selbst neu zu starten. In Wahrheit ist das wieder so individuell, wie die Menschen sind. Also das Klassische, es kommt darauf an. So ist es. Herr Dullich, Sie haben anfangs gesagt, dass dem Freistaat das Thema Unternehmensnachfolge sehr wichtig ist, aus verschiedenen Gründen, auch aufgrund der Wirtschaftsstruktur. Deshalb die Frage an Sie, was tun Sie denn als Staatsregierung, um die Unternehmensnachfolge attraktiv und dann natürlich gegebenenfalls auch erfolgreich zu machen? Ja, zum einen geht es darum, die richtige Öffentlichkeit auch für das Thema zu schaffen. Denn wir haben ja gerade gehört, das hat auch viel mit dem richtigen Zeitpunkt zu tun. Das heißt, wir müssen auch ein Bewusstsein bei Unternehmen schaffen, dass sie auch ihre eigene Nachfolge klären wollen und klären müssen. Denn 3 bis 5 Jahre, manche sagen sogar eigentlich 10 Jahre, das, was den ganzen Prozess betrifft. Und wir haben nun auch die Erfahrung gemacht, dass ganz viel Psychologie eine Rolle spielt. Das sind jetzt nicht nur die harten Fakten, die zu klären sind, sondern ganz andere Ebenen noch mit zu berücksichtigen und zu bedenken. Deshalb ist, glaube ich, das Wichtige, dass wir ein Bewusstsein für das Thema schaffen. Und deshalb ist die Frage von Öffentlichkeit so wichtig, wie eben die jährlichen Unternehmertage oder Unternehmensnachfolgetage, die wir eben auch heute hier haben. Wir haben den sächsischen Meilenstein, wo ich Schirmherr sein darf, wo wir gelungene Unternehmensnachfolgen auszeichnen. Das hat auch so eine Mutmacherfunktion, das hat auch so eine öffentliche Funktion, sichtbar zu machen, was geht. Es hat auch etwas mit Dienstleistung zu tun. Wir haben eine eigene Plattform, die www.unternehmensnachfolge.sachsen.de, die auch nochmal die Themen dort aufbereitet und verschiedene Dienstleistungen anbietet. Und es stehen natürlich alle, sagen wir mal, Förderkriterien oder Fördermaßnahmen, die wir als Freistaat Sachsen haben, natürlich auch für Unternehmensnachfolgen zur Verfügung, von Beratung bis hin zu Investitionsförderung, bis hin zu Bürgschaften, die man geben kann oder geben sollte, wenn man eben auch als Staat mit unterstützen will, den Mittelstand zu stärken. Und gerade beim Thema Unternehmensnachfolgen ist das wieder so ein Anlass, zu schauen, wie schafft man es, eben Unternehmen zu sichern. Also von daher, wir stehen mit unseren Instrumenten zur Verfügung und vor allem, wir brauchen eine Öffentlichkeit für dieses Thema, denn 1000 Unternehmensnachfolgen pro Jahr, das ist eine Größenordnung. Da bedeutet es wirklich, dass viele Unternehmen sich rechtzeitig wirklich Gedanken machen, wie sie das selber klären können. Das sind also die Hilfsangebote des Freistaats, die ja sehr umfangreich dann sind. Auch die Kammern sind ja sehr stark involviert in der Unternehmensnachfolge. Herr Dr. Sperl, deshalb an Sie die Frage. Erstmal, jetzt haben wir gerade gehört, was dann auch die psychologischen Faktoren sind. Wo sehen Sie denn die größte Hemmschwelle für die Unternehmensnachfolge und wo könnten denn dabei vielleicht auch die Kammern wirklich aktiv werden und helfen? Der Minister hat es schon angesprochen. Das größte Hemmnis sehe ich darin, auch emotionale Schwellen zu überschreiten. Nehmen Sie einen Unternehmer, der sein Lebenswerk geschaffen hat mit diesem Unternehmen, der sein Herzblut da reingebracht hat, der unter großen Opfern dieses Unternehmen zum Erfolg geführt hat, der soll es jetzt plötzlich abgeben. Auch wenn er rational der Überzeugung ist und das Verständnis hat, dass es notwendig ist, die emotionale Schwelle zu überschreiten, ist nicht
so ganz einfach. Und das müssen wir bei all den Dingen bedenken, neben den, ich hatte es schon gesagt, neben den mehr technischen Themen, juristischen Themen und so weiter. Diese Hemmschwelle zu überwinden, das ist das Entscheidende. Und dazu braucht ein Unternehmer oder kann ein Unternehmer Beratung bekommen. Mhm. Der Staatsminister hat es gerade erwähnt, es gibt da die verschiedensten Möglichkeiten. Auch die Kammern bieten Möglichkeiten an, ein Nachfolgenetzwerk oder auch eine Unternehmensbörse, wo man anonym sein Unternehmen auch zur Disposition stellen kann. Aber das sind alles nur Hilfsmittel. Wichtig ist, dass die Beratung durchgehend ist, dass sie in der Beratung dem Unternehmer auch die Möglichkeit gibt, sich emotional von dem Unternehmen zu lösen und auch, sagen wir mal, rationale Entscheidungen zu treffen. Und da sehe ich im Prinzip die größte Hürde und die größte Herausforderung auch für uns, die wir hier zu dritt auf dem Podium sitzen. Vielen Dank. Wir haben es gerade auch schon vom Herrn Dulich gehört. Über 1.000 altersbedingte Nachfolgen im Jahr kommen in Sachsen auf uns zu. Das heißt also, Unternehmensnachfolge wird immer virulenter, wird immer ein größeres Thema auch in der öffentlichen Wahrnehmung. Deshalb, Herr Dr. Dietrich, nochmal die Frage an Sie. Kann man hier eigentlich von einer Verschärfung des Problems reden oder kommt einem das nur so vor? Und wenn es denn so ist, woran liegt es denn, dass es immer virulenter wird? Also ein Wort, ja, es ist brisant. Ja. Und ich möchte drei Gründe benennen. Das eine ist die Frage, sind die Betriebe, die übergeben werden sollen, überhaupt übergabefähig? Das möchte ich ganz kritisch anmerken. Weil es vor dem Hintergrund der Digitalisierung ja auch immer darum geht, sind diese Betriebe gesund, sind sie modern, sind sie auf dem neuesten Stand der Technik. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist der rein demografische, der anzahlmäßige, der auch die Frage stellt, ob die Struktur in einer sich wandelnden Gesellschaft überhaupt bestehen bleiben kann, wenn wir weniger Menschen haben, die arbeiten können. Können wir dann überhaupt die Anzahl der Betriebe halten? Das ist ein Punkt, mit dem man sich beschäftigen muss. Und der dritte und letzte Punkt, und da schaue ich auf uns alle, nicht nur auf die Politik, ist es denn attraktiv, diesen Weg zu gehen? Ich selbst gerade schon von der Work-Life-Balance, wenn wir jetzt diese Überzeugungstäter finden, die sagen, mein Leben besteht zu einem großen Teil aus der Arbeit, es erfüllt mich, dann muss es trotzdem leistbar sein und Freude machen. Und da haben wir alle miteinander Hausaufgaben bei den bürokratischen Belastungen. Mhm. Und um das konkret zu machen, wenn ich sagen, so Bürokratie, so ein schönes Wort, da geht es auch um digitale Elemente. Ja. Ist es wirklich noch richtig, was wir da teilweise mit Papier und Abläufen haben? Gibt es dort Dinge, die wir verzahnen können? Und ich möchte dort den Herrn Brinkhaus aus dem Bundestag zitieren, der meinte, wir brauchen in der Verwaltung eine Revolution. Mhm. Dann nehmen wir ihn gerne beim Wort. Wir müssen miteinander, und da zeige ich nicht mit dem Finger nur auf die Politik, auch wir müssen lernen, was haben wir für Möglichkeiten, damit es für den Menschen, der diesen Weg geht, attraktiv ist, diese große Verantwortung zu übernehmen. Ja. Wollen Sie darauf nochmal reagieren, auf Seiten der Politik? Das ist tatsächlich ein ganz zentrales Thema, weil es wird ja in den letzten Jahren immer vom Thema Bürokratieabbau gesprochen. Ja. Ich bin da mal ganz vorsichtig mit dem Begriff, weil entweder macht man es oder man sollte nicht darüber reden. Der eigentliche Schlüssel für mich ist das Thema Digitalisierung, weil es eher um den Aufwand geht, den man betreiben muss, um bestimmte Anforderungen zu erfüllen. Ja. Und dort kann uns tatsächlich Digitalisierung helfen, dass es wirklich ein vertretbarer Aufwand ist, weil die Erfahrung, die ja viele Unternehmen machen, dass viele Daten, am Schluss ist Bürokratie nichts anderes als Daten, die man sammelt und abgibt. Ja. 80% der Daten sind immer die gleichen, die irgendwo schon irgendwo mal aufgeschrieben standen. Und deshalb, willkommen im 21. Jahrhundert, andere Länder in Europa machen es uns vor, man muss nur nach Estland schauen. Dort haben wir wirklich einen großen Nachholbedarf in Sachsen. Also von daher sehe ich das auch wirklich als Aufgabe, spiele den Ball aber auch wieder mit zurück ins andere Feld. Denn auch hier gilt es, die Unternehmen selber müssen beim Thema Digitalisierung genauso mit Schritt halten, wie wir die Voraussetzungen schaffen müssen mit schnellem Internet, aber eben auch einer dienstleistungsorientierten digitalen Verwaltung. Herr Gesperl, abschließend, halten die Unternehmen Schritt mit der Digitalisierung? Wir haben noch einen relativ großen Nachholbedarf, aber ich glaube, viele Unternehmen haben erkannt, dass sie hier voranmarschieren müssen.
Und ich habe gerade heute von Airbus ein Schreiben bekommen, sie stellen jetzt eine Dame ein im Vorstand nur für Digitalisierung. Das heißt also, auch Großunternehmen haben das erkannt und setzen im Top-Management auch Prioritäten. Also ist sowohl Wirtschaft als auch Politik hier auf dem richtigen Weg. Und wir hoffen, dass das auch dann auf die Unternehmensnachfolge sich auswirken wird, positiv natürlich. Vielen Dank, meine Herren. Das war schon unser Begrüßungstalk. Es ging ganz schnell. Ich danke sehr herzlich Herrn Martin Dulich, Wirtschaftsminister, Herrn Dr. Dittrich und Herrn Dr. Sperl, dass Sie hier bei uns sein konnten. Vielen Dank. Ja, die sächsischen Aktionstage Unternehmensnachfolge bieten noch bis Freitag an verschiedenen Standorten im Freistaat und natürlich Corona-bedingt auch dieses Jahr vor allem online zahlreiche Veranstaltungen an. Und zwar natürlich rund um das Thema Unternehmensnachfolge. Das ganze Programm finden Sie unter www.unternehmensnachfolge.sachsen.de. Nutzen Sie gerne die Möglichkeit, sich dort ausgiebig zu informieren. Wir haben es jetzt hier auch gerade schon in der Runde besprochen. Eine der größten Herausforderungen der Nachfolge ist die Nachfolgeplanung. Deshalb darf ich jetzt gleich hier Maria Wirz begrüßen. Maria Wirz ist Nachfolgeberaterin der TMS Unternehmensberatung GmbH in Köln und sie wird uns über die Herausforderungen und Lösungsansätze zum Thema Generationenwechsel anhand von Praxisbeispielen informieren. Und zuvor möchte ich dann das Wort noch an Frau Grit Fischer übergeben. Frau Fischer ist Referatsleiterin bei der Wirtschaftsförderung bei der IHK Dresden und verantwortlich für das Thema Unternehmensnachfolge. Und sie wird kurz sprechen über die Unterstützungsmöglichkeiten für Unternehmer und Nachfolger. Es spricht also Frau Fischer und danach folgt nahtlos Frau Wirz. Der Nachfolgeprozess mit seinen vielen Aspekten setzt eine langfristige Planung voraus. Die Berater der IHK und der Handwerkskammer unterstützen Sie von ersten Überlegungen an die Nachfolge bis hin zur Übergabe. Wir informieren Sie zum Beispiel zu Möglichkeiten der Übergabe oder zu Fragen der Unternehmensbewertung. Wenn Sie noch keinen Nachfolger gefunden haben, können wir Sie mit Nachfolgeinteressierten aus unserem Nachfolgepool zusammenbringen oder ein kostenfreies Inserat in der Unternehmensbörse schalten. Wenn Sie ein Unternehmen übernehmen möchten, unterstützen wir Sie zum Beispiel bei der Erstellung des Übernahmekonzeptes oder beraten Sie zu Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten für den Kauf des Unternehmens. Rechtliche Fragen beantworten Ihnen unsere Juristen. Also kommen Sie gerne auf uns zu. Wir freuen uns, Sie bei Ihrer Unternehmensnachfolge zu begleiten. So, und dann hoffe ich, dass die Technik funktioniert, Sie mich jetzt verstehen und ich grüße Sie alle ganz herzlich hier aus Köln. Vielen Dank für die interessante Podiumsdiskussion. Vielen Dank, Herr Minister Dulig, Herr Dietrich und Herr Dr. Sperl, dass ich hier aus Köln einen kurzen Beitrag leisten darf zu diesem so wichtigen Thema Unternehmensnachfolge unter dem Motto: Wer früher plant, hat später mehr Nachfolge live. Wir haben im Vorfeld überlegt, was wir inhaltlich Ihnen hier präsentieren in diesen 20 Minuten, die in den jeweiligen Blöcken für die Beteiligten echt eine Herausforderung sind und haben uns für Praxis entschieden und nicht für tiefgreifende Fachinformationen, weil wir der Auffassung sind, dass die Beispiele oft viel bringen und wir wollen den Impuls geben, dass Sie, liebe Unternehmer und Unternehmerinnen, loslegen und sich aktiv mit diesem Thema beschäftigen. Das ist das Anliegen, warum wir hier alle sind, heute im virtuellen Raum. Und ich wäre so gerne bei Ihnen in Dresden gewesen. Aber ich hoffe, dass wir das ein andermal nachholen können. Kurz zu mir, damit Sie wissen, wer hier spricht. Mein Name ist Maria Wirz. Meinen Dialekt hören Sie. Über den brauche ich, glaube ich, nicht viel zu reden. Ich bin seit gut 20 Jahren als Beraterin in dem Thema Unternehmensnachfolge unterwegs. Das heißt, bei mir geht es um nichts anderes als Betriebe und die dahinterstehenden Familien so zu begleiten, dass der Betrieb gut übergeht und dass die Familien danach noch gut Weihnachten feiern können. Das ist das Anliegen. Ich habe eine hohe Leidenschaft für Familienunternehmen und Unternehmerfamilien. Und deswegen bin ich sehr gerne seit vielen Jahren in dem Thema unterwegs. Rheinländerin bin ich auch und Unternehmertochter bin ich auch noch immer, auch wenn ich nicht mehr in dem Alter zu sein scheine. Aber ich stamme selber aus einem Familienunternehmen, aus einem Landmaschinen- und Automobilhandelsbetrieb mit den entsprechenden Werkstätten. Und von daher
glaube ich, bringe ich das ein oder andere mit. Was haben wir vor? Wir haben uns überlegt, wir entführen Sie, sehr geehrte Unternehmer und Unternehmerinnen, und ich nehme Sie einfach mal eine Woche mit in meiner Beratung und ich erzähle Ihnen mal, was bei mir in einer solchen normalen Woche los ist, was ich erlebe, und versuche zu übersetzen, was das Ganze heißt in der Begleitung von Ihnen oder auch, was aus meiner Sicht die Aufgabenstellungen sind, die man als Unternehmer oder Unternehmerfamilie in dem Thema hat. Und ich gebe den Herren der Podiumsdiskussion recht. Es ist nicht ohne, man braucht ein bisschen Zeit, ja. Und es ist verdammt menschlich. Und das kann ich aus eigener Erfahrung auch sagen. Und deswegen nehme ich Sie jetzt einfach eine Viertelstunde, 20 Minuten mit in meine Beratungswoche. Fangen wir an. Montag im Sauerland. Ein Unternehmen, ein Zulieferbetrieb der Leuchtenindustrie in der Region, sehr viel verbreitet. Der Unternehmer, bitte festhalten, und es sind keine Märchen, die ich erzähle, der Unternehmer 92 Jahre alt und hat die glorreiche Idee, an seinen jüngeren Bruder übergeben zu wollen, der ja erst 84 ist und noch richtig fit. Schade nur an dem Fall, jetzt ist der Bruder krank geworden und kann nicht mehr übernehmen. Jetzt ist die Überlegung, wir gründen eine Stiftung, weil Kinder hat man keine. Und die Erträge, nochmal bitte festhalten, sollen an den BVB gehen. Ich müsste jetzt eher Richtung Dynamo Dresden gehen, das ist mir schon klar. Aber das ist die Situation. Fazit: zu lange warten bringt nichts. Und das ist das große Anliegen. Manchmal gehen die Nachfolger schon in Rente. Manchmal werden auch die krank oder fallen aus. Und von daher im Ernst. Ich glaube, es ist richtig, rechtzeitig zu überlegen im Thema Nachfolge. Und eine große Hürde ist für viele Unternehmerinnen und Unternehmer, dass man das Gefühl hat, man ist in dem Thema ein Laie. Sie sind alle Profi in ihrem Unternehmen. Und jetzt sollen sie sich mit einem Thema beschäftigen, das macht man zum ersten Mal. Da hat man keine Erfahrung und es geht sofort um alles. Und das macht das Thema schwierig, ja. Von daher ist meine Empfehlung und unsere Aufgabe auch, früh zu überlegen, was ist Ihnen wichtig, was wollen Sie und was ist Zielsetzung der Nachfolge, außer es soll weitergehen. Das vielleicht mal als Eindruck zum Montag. Gehen wir einen Schritt weiter. Dienstag, ich komme jetzt schon Richtung Sachsen-Anhalt, also es geht schon ein bisschen weiter. Ein Malermeister, Kunde von mir, tolles Unternehmen, 20 Mitarbeiter, Top-Unternehmer. Und die Idee ist hier, er möchte an seine Mitarbeiter übergeben. Es gibt einen Vorarbeiter, es gibt eine Bauzeichnerin, man ist seit vielen Jahren, arbeitet man zusammen und von außen betrachtet ist es eine wunderbare Nachfolgeregelung. Und trotzdem gibt es Stress. Es gibt Stress zum Thema Unternehmenswert. Was ist das Dilemma? Man hat unterschiedlich mal gerechnet, wie hier auf dieser kleinen Folie zu sehen. Und vor allen Dingen ist eins passiert. Man hatte einen Steuerberater, der wirklich gut ist. Und der hat dafür gesorgt, im Sinne des Unternehmers, dass man viele Jahre die guten Ergebnisse gedrückt hat, was das Zeug hält, wie man bei uns sagt. Ja, alles im legalen Bereich. Und jetzt soll trotzdem ein hoher Wert bezahlt werden. Wenn ich aber jahrelang beweise, dass nur mäßige Ergebnisse sind, dann kann ich nicht sensationell hochrechnen. Ich will jetzt nicht sagen, null hochrechnen ist schwierig, aber ich denke, Sie wissen, worauf ich hinaus will. Das heißt, Wahnsinnswerte, das Eigenkapital der Nachfolger ist überschaubar, weil man hat natürlich ein normales Gehalt bezahlt. Und von daher gibt es jetzt zwei Problemkreise. Das eine ist, im Vorfeld einer Nachfolge muss man schon darstellen, dass ein Betrieb gut funktioniert und dass er auch entsprechende Zahlen schreibt, um attraktiv zu sein. Sonst bekommen auch die Kammern die Werte, die Finanzierer nicht die Finanzierung hin, wenn man auf minimal viel bezahlen muss. Und das zweite ist hier auch noch das Thema, dass der Betrieb auch unabhängig vom Unternehmer laufen soll. Was haben wir nämlich auch festgestellt? Es war dann so, der Unternehmer sagte mir, Frau Wirz, die brauchen mich hier gar nicht mehr. Das läuft so.
Aber 95% der Aufträge, die kamen noch über ihn selbst. Und wenn er dann aussteigt, dann funktioniert dieses System auch nicht mehr. Das heißt, Punkt 1, rechtzeitig rechnen. Und da ist das Anliegen, wirklich mal 3, 4, 5 Jahre vorher kalkulieren lassen von Profis, wo wir ungefähr realistisch stehen. Und das Zweite ist für viele das weitaus schwieriger. Ich nenne es oft Entzugsberatung, die ich da mache. Die Überlegung, wie kann man sich selber etwas rausziehen? Nicht, weil man nicht mehr will, sondern um den Nachfolger auch zu zeigen, dieser Betrieb funktioniert auch, wenn ich nicht da bin, weil dann ist er übertragungswert. Gehen wir weiter. Mittwoch. Mittwoch jetzt wird schwer. Jetzt gehen wir zu mir nach Hause, zu uns nach Hause in den Betrieb. Ich habe Ihnen hier mal dargestellt, was für die Unternehmer und Unternehmerfamilien vielfach die Hürden sind, warum man aufschiebt mit der Nachfolge. Und ich will diesen roten Bereich hier rausgreifen. Und das ist der Wunsch nach Gerechtigkeit, der eine große Hürde ist. Situation bei uns zu Hause war wie folgt. Wir hatten den Landmaschinenhandel und wir hatten Automobilhandel so als kleineren Bereich dazu. Mein Bruder machte das mit den Treckern, ich machte das mit den Autos. Und wir merkten nach einiger Zeit der Zusammenarbeit, dass das gemeinsam schwierig war. Ich habe heute viele Geschwisterpaare, die einen verdammt guten Job in der Nachfolge machen. Aber bei uns war das schwierig, weil wir einfach sehr, sehr unterschiedliche Auffassungen hatten. Und dann war es irgendwann so weit, dass wir gesagt haben, es macht Sinn, wenn es in unserem Fall einer macht. Aber die Frage, die sich dann anschließt, war welche? Wenn jetzt einer den Betrieb bekommt, was ist denn mit dem anderen? Weil bei der familieninternen Nachfolgeregelung ist es ja so, sie sind einerseits Unternehmerinnen und Unternehmer und andererseits sind sie noch Familienvater. Und da grätscht die Familie rein. Weil unternehmerisch muss man bei uns sagen, wir hatten den Betrieb und den Betrieb und den Betrieb. Meine Eltern mussten später auch noch davon leben. Und so sollte mein Bruder das kriegen. Privat, mein Vater sagt aber gleichzeitig, ich habe 2 Kinder und ich will die fair behandeln. Und das ist oft ein Dilemma, und jetzt bin ich wirklich nicht auf der Bühne, sondern Backstage mit Ihnen, ein Dilemma, was will man als Unternehmer und was will man als Familienvater? Weil natürlich will man Frieden in der Familie, natürlich will man fair sein, aber manchmal geht das nicht beim Thema Nachfolge. Und bei uns ging das nicht mit der absoluten Fairness. Und wir hatten nicht im Nebenerwerb noch zig Immobilien oder irgendwas zum Verteilen. Was ist dabei ganz zentral? Zentral ist zum einen aus meiner Sicht, es ist unabdingbar wichtig, sind sich alle in der Familie einig, dass ein Betrieb weitergeführt werden soll. Auch ich als Ausscheidende, das ist mein Zuhause. Und die Empfindung ist bis heute so, das hören Sie sicherlich. Dann muss auch jeder einen Beitrag leisten, damit sowas funktionieren kann. Als aussteigende Geschwister sieht man immer auf das, was einem entgeht. Man sieht nie die Verbindlichkeiten. Das, was da so alles dranhängt. Und von daher ist meine Empfehlung heute zu sagen, wenn man ganz früh anfängt mit den Überlegungen, wenn absehbar ist, da ist jemand aus der Familie, wäre es klasse, ich weiß, das ist nicht einfach, auch anderes Vermögen aufzubauen, damit ich später was zum Verteilen habe. Wenn das wie bei uns ist und da einfach nicht die Masse da war, dann muss jeder einen Beitrag leisten. Das ist nicht leicht, ich weiß es, aber meine Erfahrung ist auch, Aufschieben eines solchen Themas ist eine Zeitbombe, die immer lauter tickt. Und da sage ich auch, im Zweifel holen Sie sich Hilfe. Ich könnte bis heute in meiner eigenen Familie nicht beraten, weil mein Bruder sieht mich immer als kleine Schwester und nicht als Beraterin. Und mein Vater wird sich noch immer kaputt lachen. Ja? So, von daher, jemand von außen hat es da viel, viel leichter, bei Ihnen was zu bewirken. Oder Sie haben Söhne und Töchter alle im Griff in Sachsen und das ist nicht nötig. Dann haken wir. Kommen wir, an welchem Tag sind wir? Kommen wir zum Donnerstag. So, und jetzt kommt hier meine Technik. Sorry, dass ich sie jetzt gerade nicht anschaue. Donnerstag, Elektrounternehmen. Da hat mich der Junior zum Gespräch gebeten. Ich kenne das Familienunternehmen, Elektrobetrieb.
Vom Vater seinerzeit kam der Betrieb, also vom Opa, erste Generation, auf den Vater. Der hat aus dem 15-Mann-Betrieb ein Unternehmen gemacht. Ich sage jetzt mal, dass seinesgleichen sucht. Sehr groß, also die legen nicht nur Leitungen in Häusern, sondern auch zu Windrädern, zu was auch immer. Die Mutter hat noch so einen Leuchtenladen und alles ist wunderbar. Es gibt 3 Kinder. Es war immer klar, der Älteste soll das mal machen und alle Kinder arbeiteten mit im Unternehmen. Das Schlimme war, der wollte gar nicht. Und der ist darüber krank geworden, weil er sich nicht getraut hat, sich selber, aber auch dem Unternehmer und seiner Familie einzugestehen, dass er das eigentlich gar nicht möchte und kann. Der ist heute im sozialen Bereich tätig, ist ausgestiegen. Wir haben überlegt, ich habe das Ganze moderiert und ich habe eins gelernt aus diesem Fall. Wer mit freiem Anlauf springt, der springt gut. Wer gestoßen wird und muss, der springt schlecht. Und das gilt auch für ein Thema Nachfolge. Und das ist auch mein wirklich großes Anliegen an die Junioren. Bitte übernehmen Sie nicht, weil es schon immer klar war. Das ist eine Lebensaufgabe. Die kann genial sein und die kann Freude machen. Ich bin hier heute auch Gesellschafterin und ich will nichts anderes. Ja? Aber aus Druck heraus kann man keine wirklich gute Leistung auf Dauer bringen. Und dazu sind die Zeiten zu anspruchsvoll. Von daher war das Resultat so, wir haben gemeinsam einen Geschäftsführer eingesetzt, der einen guten Job macht, der auch inzwischen etwas beteiligt ist. Und ich habe gelernt, das Schlimmste an Nachfolgeregelungen sind die nicht getroffenen Entscheidungen. Die machen es einem am allerschwersten. Also heißt Offenheit, ran an die Themen. Bei uns sagt man im Rheinland, das nützt nichts, da müssen wir durch, um dann auch ordentlich einen Betrieb weiterzugeben. Es wird noch schlimmer. Ich hoffe, Sie sind noch eingeschaltet, weil es ist für mich wirklich ein Dilemma. Ich sehe Sie ja nicht, aber ich hoffe, es kommt so rüber, wie es mein Anliegen ist. Freitag der 13. in Köln. Übergabe Sanitär, Heizung, Klima. Die Nachfolge ist geregelt. Der Junior hat übernommen, Mitarbeiter in dem Fall, der erste Meister, 36 Jahre. Freitag der 13., seine Frau ruft mich an. Dann hat dieser junge Mann, aus meiner Sicht, Fußballer, nicht beim 1. FC Köln, einen Schlaganfall erlitten. Hat noch ein minderjähriges Kind. Wir hatten Gott sei Dank im Rahmen der Nachfolge das Thema Notfall, was ja auch sehr leidig ist, geregelt mit einem Notfallordner, den Sie bei den Kammern kriegen können, mit Generalvollmachten etc. Und wir haben es dann so regeln können, dass der Übergeber nochmal zurückgekommen ist und den Betrieb für ein Jahr weitergeführt hat, bis klar war, kann der Nachfolger wieder oder kann er nicht. Wenn wir in so einer Situation diese Notfallregelungen nicht gehabt hätten, wäre der Betrieb innerhalb von, ich sag mal, 3 Wochen, ja, vielleicht auch 6, platt gewesen. Und für mich ist dieses Thema Notfallabsicherung ein ganz zentrales. Das ist nicht sexy, das macht keinen Spaß, das ist wie der Regenschirm, den Sie vielleicht im Auto liegen haben oder nicht. Aber mein Anliegen ist wirklich, schauen Sie, dass ein Betrieb laufen kann, wenn Sie ausfallen. Das ist ganz wichtig, weil Sie haben das alle nicht zig Jahre aufgebaut, damit es dann am Sicherheitsgurt oder am Regenschirm scheitert. So, das war jetzt, ich glaube, der fast deprimierendste Teil. Samstag, weil ja der Freitagstermin verschoben ist. Jetzt bin ich bei einer Spedition. Und der Übergeber hat mal gerechnet, wovon er denn später lebt und sagt, Frau Wirtz, das geht alles gar nicht. Warum? Er weiß nicht, wovon er leben soll, weil er braucht eine Summe, die ich vorher und nachher nie mehr gehört habe. Der brauchte 20.000 Euro im Monat. Ein stinknormaler Betrieb. Und ich habe immer gedacht, das kann nicht sein. Aber da lief alles über den Betrieb. Und jetzt bediene ich viele Klischees. Seine aktuelle Frau mit Gehalt, seine Ex-Frau mit Gehalt, Opa in der Seniorenresidenz und es gab noch ein Alkoholthema. Also es war was für Wahnsinnige. Was habe ich daraus gelernt? Ich möchte mit Ihnen nicht über Alkohol diskutieren, aber rechtzeitig rechnen, was man später zum Leben braucht, unabhängig vom Betrieb, ist ganz zentral. Und da sage ich, machen Sie das in meinem Alter. Ja?
wenn sie so knappe, gute 50 sind, also rechtzeitig mal zu rechnen, was brauche ich eigentlich unabhängig vom Unternehmen und wie kann das finanziell gehen, damit man später nicht weitermachen muss, weil man sonst keine Chance hat. Weil das sind die ganz bitteren Nachfolgeregelungen. Und hier haben die Kollegen vor Ort sicherlich auch kleine pragmatische Hilfestellungen und Tools, dass man das mal gemeinsam mit seiner Frau oder seinem Mann durchkalkulieren kann. Dann weiß ich, kann ich großzügig sein oder wie kann das Ganze gehen? Was heißt das im Fazit, dieser kleine Vortrag hier? Zum einen, ich denke, es ist wichtig, in einem ersten Schritt mal zu schauen, wie ist Ihre Situation? Ihre Situation privat als Unternehmerin und Unternehmer mit Notfall, mit Altersversorgung, mit Entzug, mit neuen Hobbys oder richtig sexy Aufgaben. Wie ist Ihre Situation im Hinblick auf den Junior oder die Juniorin? Gibt es jemanden? Möchte der oder die? Und ist da auch die Kompetenz und vielleicht auch das Kapital da? Und das Dritte ist die Übergabefähigkeit, die eben schon angesprochen wurde, im Unternehmen. Haben Sie denn einen Betrieb, wenn ich gemein wäre, würde ich sagen, der kein Museum ist, manchmal komme ich hier bei uns in solche Betriebe, sondern einen Betrieb, der recht solide im Markt steht. Das ist unabhängig von der Frage der Größe, ob der jetzt 3 Mitarbeiter, 30 oder 300 hat. Aber steht der so, unabhängig von Ihnen im Markt, dass jemand anderes das einigermaßen gut weiter fortführen kann. Mit Sicherheiten, mit Finanzierung, mit Abhängigkeiten vom Kunden und, und. Das heißt, in dem ersten Schritt schauen Sie mal, wie ist Ihre Situation? Weil nur wenn die drei sich einig werden, kann das Ganze funktionieren. In dem zweiten Schritt überlegen Sie, was ist Ihnen wichtig in der Nachfolge? Und über es soll weitergehen hinaus, unterscheide ich da mal 4 Bereiche. Das ist einmal, wie soll es finanziell gehen? Was braucht wer und kann das Unternehmen das leisten? Wie soll es von der Verantwortung her gehen? Wie lange wollen Sie den Hut aufhaben? Wie soll es zeitlich gehen? Auf Schieberitis, BVB, Sie erinnern sich. Und was ist mit dem Thema Haftung? Das sind so die 4 Zielbereiche, die ich da ganz elementar wichtig finde, dass da mal jeder für sich guckt. Mit Unterstützung oder auch alleine. Und dann hat man schon mal eine Basis und weiß, was man will. Und wenn Sie das schon mal klar haben, dann sind diejenigen, die Sie unterstützen werden, Riesenschritte weiter. Ups. Und dann ist der nächste Schritt, ein Konzept zu erarbeiten. Und wie gesagt, es ist vielfach bei Ihnen Premiere. Nehmen Sie sich Hilfe. Ja, es ist ein Profithema, es ist ein Premierenthema und von daher muss das sitzen. Ja, und nutzen Sie die Möglichkeiten, die wir hier in Deutschland an Unterstützung haben. Weil in einem solchen Konzept werden welche Fragen beantwortet? In dem ersten Schritt, wer übergibt da was? Jetzt werden Sie denken, ich. Schauen Sie mal, ob vielleicht die Immobilie Ihrer Frau gehört oder. In dem zweiten Schritt, was soll übertragen werden? Mit Immobilie, ohne Immobilie, Standortführung etc. Frage 3, wann? Prinz Charles wartet noch auf sein Schloss. Ne? Also das ist immer so eine Kardinalfrage. Und bei dem Wie sind wir Profis dran? Verkaufen, verpachten, vererben, verschenken etc. Der Großteil aller Nachfolgeregelungen läuft aber entweder verschenken, vererben, familiär oder Veräußerung. Natürlich gibt es vielerlei Spielarten. Aber die einfachen Lösungen sind meistens für alle Beteiligten die guten. Die 5. Frage ist die Frage, an wen soll da übertragen werden? Kann er das und will er oder sie was? Jetzt kommen wir noch zum Sonntag. Und was ist Sonntag? Sonntag ist Feier. Feier in München bei einem Kunden von mir und ich darf das zeigen. Da haben wir den Erfolg gefeiert einer guten Übergabe. Da war Nachfolgeparty in München in einem Autohaus. Und das Allerschönste an dieser Feier war Folgendes. Abends habe ich dieses Foto geschickt bekommen von dem Ernst Wieser, dem Unternehmer. Und er sagte, Frau Wirtz, das war alles nicht einfach, aber wir haben es richtig gemacht. Und es ist gut, dass neue, junge Leute in ihrer Zeit loslegen. Und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen hier aus Köln für Ihre Nachfolgeregelung alles, alles Gute, schicke ganz herzliche Grüße, wünsche Ihnen weiter eine wunderbare Veranstaltung und sage auf irgendwann hoffentlich bei Ihnen in Sachsen.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, Frau Wirtz, für Ihre Ausführung. Wir haben uns bisher noch nicht gesehen. Hallo. Hallo, genau, ich bin das. Frau Wirtz, vielleicht nochmal in aller Kürze, wenn Sie jetzt das alles nochmal in einem Satz zusammenfassen müssten oder wie man auf Neudeutsch sagt, eine Take-Away-Message formulieren müssten, was würden Sie denn einem Unternehmer, einer Unternehmerin unbedingt mit auf den Weg geben, wenn eine Nachfolge geplant ist? Punkt 1, nicht verschieben, sondern aktiv angehen. Punkt 2, holen Sie sich Unterstützungsmöglichkeiten und Know-how. Und Punkt 3, bewahren Sie sich Ihren Humor. Weil es ist schon alles nicht ohne und trotzdem geht mit Humor das ein oder andere besser. Vielen Dank, Frau Wirtz, und beste Grüße nach Köln. Ja, alles Gute Ihnen allen. Ja, ich freue mich jetzt gleich auf eine weitere Diskussionsrunde mit Nachfolgern und einem Übergeber aus der Praxis. Zuvor möchte ich allerdings an Herrn Andreas Leidig übergeben. Herr Leidig ist Betriebsberater der Handwerkskammer Dresden und er wird kurz über die Notwendigkeit der Notfallplanung informieren. Eine Umfrage zur Unternehmensnachfolge in Sachsen hat jüngst ergeben, was Frau Wirtz gerade eben kurz in ihrem Vortrag auch angesprochen hat. Jede vierte Unternehmensnachfolge findet ungeplant statt. Nur in jedem zweiten Unternehmen gibt es eine ausreichende Vertretungsregelung. Aber immerhin haben 70% der befragten Unternehmen eine geregelte Nachfolge geplant. Dabei wird aber sehr häufig die Problematik der Notfallplanung unterschätzt. Umso tragischer ist es dann, wenn natürlich dann der Notfall eintritt und der Inhaber aus Krankheit oder Todesgründen dann plötzlich ausfällt. Hier kann eine Notfallplanung mit einem ordentlich gepackten Notfallkoffer helfen, diese Situation in den Griff zu bekommen. Was gehört in so einen Notfallkoffer hinein? Das ist zumindest eine Vorsorgevollmacht, eine Patientenverfügung sowie konkrete Anweisungen für den Bevollmächtigten, damit dieser auch im Sinne des Vollmachtgebers handeln kann. Nun werden Sie sicherlich merken, dass es hier nun nicht diese eine Lösung gibt, sondern die muss natürlich individuell an jede unternehmerische Situation angepasst werden und die muss natürlich individuell gestaltet werden. Wer aber hier so eine individuell gestaltete Notfallplanung hat, hat damit natürlich auch den ersten wesentlichen Schritt zur geplanten Unternehmensnachfolge geleistet. Und dabei helfen Ihnen unter anderem auch die Betriebsberater der Industrie- und Handelskammer und der Handwerkskammer. Kommen Sie gerne auf uns zu. Vielen Dank, Herr Leidig. Bevor ich Ihnen gleich die Gäste der zweiten Diskussionsrunde vorstelle, an das virtuelle Publikum der Hinweis, es gibt eine Chatfunktion im Livestream und Sie sind gern aufgefordert, hier Ihre Fragen oder Ihre Kommentare zur gleich folgenden Diskussion einzureichen. Und wenn es die Zeit erlaubt, werden wir auch vielleicht die eine oder andere Frage noch in das Podium reichen. Jetzt beginne ich allerdings, die Teilnehmer des Panels hier vorzustellen. Neben mir sitzt Thomas Sparbord. Er ist Übernehmer und geschäftsführender Gesellschafter der Samet GmbH Dresden. Dann eins weiter Herr Olaf Wiefel, Übergeber der Sachsensäge GmbH und Florian Wiefel, Übernehmer und jetzt geschäftsführender Gesellschafter der Sachsensäge GmbH. Und ich würde Sie, Herrn Sparbord und dann Herrn Florian Wiefel, kurz bitten, Ihr Unternehmen noch mal kurz vorzustellen, denn das können Sie mit Sicherheit viel besser, als ich das jetzt machen könnte. Herr Sparbord. Machen wir gerne. Ja, ich bin der Geschäftsführer der Firma Samet GmbH Dresden. Wie der Name schon sagt, wir sind hier ansässig in Dresden. 1992 wurde die Samet GmbH hier auch gegründet von Dr. Klaus Furke. Und wir haben zwei Wirtschaftszweige. Der eine Wirtschaftszweig ist ein medizinischer Geräteservice. Und der zweite Wirtschaftszweig ist die Entwicklung von Simulationssystemen für die ärztliche Ausbildung. Vielen Dank. Herr Wiefel. Ja, stellen Sie sich vor, Ihr Haus hat ein Fenster oder eine Tür zu wenig. Und da kann die Firma Sachsensäge Abhilfe schaffen, indem sie Ihnen ein neues Fenster oder eine neue Tür in Ihr Haus hineinsägt. Das ist eine handwerksnahe Dienstleistung, das Betonbohren und Sägen in Mauerwerk und Beton. Das wird von unserer Firma seit 30 Jahren praktiziert. Gegründet wurde die Firma 1990 durch meinen Vater, Herrn Karl-Olaf Wiefel. Und wir sind heute ein Unternehmen, welches 25 Mitarbeiter beschäftigt und an den Standorten in Bannewitz, das ist im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, und ab dem 1.7. auch in Bautzen tätig sein wird.
Wir haben unsere Unternehmensnachfolge 2015 begonnen und im Herbst des Jahres 2018 abgeschlossen. Vielen Dank. Ja, wir wollen uns ja genau darüber unterhalten, nämlich über Ihre Erfahrungen mit der Nachfolge und auch mit der Übergabe eines Unternehmens. Und ich steige einfach mit der Frage mal an Herrn Sparbot ein. Wollten Sie denn eigentlich schon immer Unternehmer werden? Und falls ja, war es dann eigentlich schon immer Ihr Ziel, dann auch ein Unternehmen zu übernehmen? Das ist tatsächlich eine interessante Frage. In der Vergangenheit habe ich mich dahingehend mit so einer Thematik noch nicht intensiv auseinandergesetzt, bis dann das tatsächlich auf mich zukam. Vielmehr war im Vordergrund, dass ich erstmal Berufserfahrung sammeln wollte. Ja, und das war dann im Jahr 2010, 5 Jahre nach meiner Einstellung. Ich war dahingehend schon bei der Firma Samit GmbH. In leitender Position kam der Geschäftsführer auf mich zu und hat mich gefragt, ob es von meinem Interesse her möglich ist, die Samit GmbH Dresden weiterzuführen. Also Sie sind darauf gebracht worden, das so zu machen? Richtig. Nicht, weil Sie das schon immer so wollten, sondern Sie sind gefragt worden und haben dann den Prozess begonnen. So ist es. Herr Wiefel, bei Ihnen ist das ein bisschen anders abgelaufen. Sie haben als Sohn übernommen. War denn das dann schon immer klar, dass Sie das mal irgendwann machen werden, wo ja der Vater das Unternehmen gegründet hat? Ja, ich bin als Sohn eines Unternehmers natürlich in einem Umfeld groß geworden, wo man die Pflichten und aber auch das, was man als Unternehmer davon hat, entsprechend tätig zu sein, mitbekommt und auch weiß, worauf man sich später einlässt. Unabhängig davon habe ich nach meinem Abitur einen anderen Weg gewählt. Mhm. Ich habe zunächst erstmal eine 12-jährige Laufbahn bei der Bundeswehr hinter mir. Das heißt, ich habe dort als Führungskraft gearbeitet und auch studiert. Und im Laufe der Zeit ist dann mehr oder weniger durch private und berufliche Interessen getriggert, mehr und mehr der Wunsch entstanden, ins eigene Familienunternehmen mit einzusteigen. Und das war für mich im Jahr 2013 klar und im Jahr 2015 bin ich dann eingestiegen. Und mit dem Jahr 2015 begann dann im Prinzip auch die Phase der Übergabe. Genau, im Jahr 2015 haben wir im Prinzip uns Gedanken gemacht, in welchem Zeithorizont die Unternehmensnachfolge stattfinden soll. Und das war im Prinzip der Startpunkt. Herr Wiefel Senior, wenn ich es mal so sagen darf, das ist ja dann im Prinzip erstmal Ihr Part gewesen. Sie mussten ja sicher einige Voraussetzungen schaffen, damit das reibungslos funktioniert, die Firma an Ihren Sohn zu übergeben. Was genau musste denn da gemacht werden? Ja, ich habe also relativ zeitig angefangen, mich mit der Übergabe der Firma zu beschäftigen. Der Plan war eigentlich auch ein anderer. Wie gesagt, der Florian war bei der Bundeswehr und es war nicht absehbar, dass er zurückkommt. Ich habe einen zweiten Sohn, der also auch einen völlig anderen Weg gewählt hat. Ich habe mich also sehr zeitig damit beschäftigt, auch auf Hinweise der IHK und der Handwerkskammer hin. Es gab ja auch schon vor über 10 Jahren solche Veranstaltungen wie heute, wo die Problematik-Firmenübergabe auf die Problematik-Firmenübergabe hingewiesen worden ist. Und ja, was muss man machen? Einen Satz habe ich mir von damals gemerkt, der heißt, man muss die Braut hübsch machen. Das heißt, das Unternehmen kommt auf den Markt und man soll also ein gesundes Unternehmen übergeben. Das heißt, es soll technisch vernünftig ausgerüstet sein. Die Personalstruktur muss vernünftig sein. Einmal altersmäßig sollten junge und ältere, erfahrene Mitarbeiter dabei sein, sollten auch qualifizierte Mitarbeiter dabei sein. Und in unserem Job ist auch ganz wichtig, dass auch weniger qualifizierte Arbeiter ihren Platz dort haben. Mhm. Und also ein gesunder Mix sollte da sein und ja, zwischen jung und alt, qualifiziert und weniger qualifiziert. Herr Sparbot, das wird ja bei Ihnen ganz ähnlich gewesen sein. Auch bei Ihnen müssen ja bestimmte Voraussetzungen da gewesen sein, um das Unternehmen zu übernehmen. War denn das Unternehmen übergabefähig, als Sie gefragt worden sind? Und welches Potenzial haben Sie denn eigentlich damals gesehen? Also in dem, zu dem Zeitpunkt, wo ich die Übernahme dann letzten Endes auch realisieren konnte, das war um 2015, 2016 herum, war es leider nicht in einem guten Zustand dann mehr. Wir mussten dann viel anstrengen, um das Ganze wieder in Fahrt zu bekommen.
Wir haben letzten Endes auch, oder ich habe letzten Endes auch Eigenkapital mit reinbringen müssen ins Unternehmen, und wir haben auch mit vielen Banken gesprochen, die allerdings erstmal eine abwehrende Haltung angenommen hatten. Ja, und letzten Endes haben wir auch mit der Erzgebirgssparkasse zusammen da einen Partner gefunden, der uns begleiten konnte und auch bis heute, glaube ich, sehr erfolgreich mit begleitet. Zumindest spricht das Ganze, was wir geschaffen haben, für sich. Und das war aber noch ein begleitender Prozess mit dem alten Geschäftsführer, oder Sie waren dann schon alleiniger Geschäftsführer? Ich war dann schon alleiniger Geschäftsführer, genau, 2016. Hm. Und zum Zeitpunkt 2016 mit 80% Gesellschafteranteilen an der Firma Samet GmbH Dresden beteiligt. Die 10% jeweils fielen auf einen Mitarbeiter ab und auf den früheren Geschäftsführer. Also das musste vorher auch alles geklärt werden und besprochen Richtig. Werden. Ja. Herr Wiefel, das wird ja bei Ihnen auch so gewesen sein, dass Sie wahrscheinlich mit Ihrem Vater mehr oder weniger in Verhandlungen getreten sind, als es darum ging, das Unternehmen zu übernehmen. Wie läuft denn das ab zwischen Vater und Sohn, dieses Gespräch? Ist das immer auf Augenhöhe oder spielt da die Vater-Sohn-Beziehung auch immer noch eine Rolle? Ja, ich denke, inwieweit eine familiäre Nachfolge erfolgreich auf diesem Gebiet des gegenseitigen Verstehens ist, hängt maßgeblich davon ab, schon wie das private Verhältnis zwischen, in dem Fall, Vater und Sohn ist. Da konnten wir in unserem Fall von einem sehr guten ausgehen und haben uns auch privat und dann später auch geschäftlich immer auf Augenhöhe unterhalten. Aber nichtsdestotrotz ist es auch für alle übernehmenden Junior-Chefs später mal wichtig, dass sie sich in die Position des Älteren, also in dem Falle des Altunternehmers oder eben auch des Vaters, dass sie sich reinversetzen können und dass sie vor allem auch zeigen, dass sie das wollen, ja, dass sie also wirklich die Unternehmensnachfolge wollen und dort eindeutige Signale senden. Haben Sie sich da nochmal gesondert darauf vorbereitet? Sie haben gesagt, Sie waren bei der Bundeswehr, haben dann studiert. Gab es da nochmal eine Art Qualifizierung, die Sie gemacht haben, oder irgendwas anderes, was Sie darauf vorbereitet hat, auf das, was Sie machen wollen? Ja, ich denke, die allerwichtigste Vorbereitung, die sich jeder Nachfolger selbst beantworten muss, das hat gar nichts mit irgendwelchen Kursen zu tun, das hat nichts mit irgendwelchen Weiterbildungen zu tun, sondern es ist die Frage, möchte ich das wirklich? Möchte ich das wirklich, und wenn ja, welche Ziele habe ich und was soll aus der Firma später mal werden, wenn ich dabei bin? Und das ist eine Frage, die sollte sich jeder im Vorfeld beantworten, bevor er, ich sag mal, irgendwelche Seminare besucht oder sonstige Qualifizierungsmaßnahmen angeht. Na klar, es muss eine unternehmerische Kompetenz aufgebaut werden, es muss Fachkompetenz erlangt werden. Das habe ich auch mit entsprechenden Kursen bei der IHK gemacht. Mhm. Ich habe auch schon viel Erfahrung auf diesem Gebiet gehabt. Und was die Fachkompetenz angeht, da empfehle ich jedem, der im Handwerk unterwegs ist, gerade wenn man Quereinsteiger ist, dass man einfach mitmacht draußen. Herr Schwabert, Sie waren schon im Unternehmen, das heißt, Sie hatten die Expertise. Haben Sie trotzdem nochmal den Bedarf oder die Notwendigkeit gesehen, sich nochmal explizit auf diese Geschäftsführerrolle vorzubereiten? Definitiv, ja. Wie haben Sie das gemacht? Also auch mit Kursen bei der IHK. Ich habe eigentlich viele Seminare besucht, auch Kursangebote mit angenommen. Ich habe das Potenzial der Firma gesehen, weil einige Produkte, die wir entwickelt haben, ich auch mit selber führend entwickelt habe. Und natürlich auch die Dienstleistung, die wir anbieten, dort mit vorangebracht habe. Und das waren halt Punkte, wo ich auch gesagt habe, die haben Potenzial und das sollte man weiterführen. Und das hat sich auch, denke ich mal, über die Zeit gezeigt, dass das so der richtige Weg war. Herr Wiefel, Ihr Sohn hat gesagt, dass es erst mal klar werden musste, dass er das wirklich möchte. Das wird wahrscheinlich für ihn die größte Herausforderung gewesen sein, sich da wirklich klar zu werden. Was war denn aus Ihrer Sicht die größte Hürde in diesem Übergabeprozess? Also es gab schon einige Hürden. Nicht unüberwindbarer, aber ich habe das ja bereits angedeutet. Ich hatte schon vor rund 10 Jahren, sage ich mal, mich mit der Übergabe beschäftigt. Und für mich war also durchaus eine Hürde, einen geeigneten Nachfolger zu finden. Da war noch nicht die Zeit da, dass er vielleicht gesagt hat, okay, ich bin jetzt hier, ich möchte das gerne machen. Da ging es dann ganz schnell. Mhm. Und wie gesagt, bei uns, in unserem Fall waren also die, was Hürden oder Probleme, also die wirklich gut bedacht werden müssen, wie erfolgt die Übergabe. Es gibt da noch einen Bruder dazu, der ja eigentlich auch berechtigt ist, da irgendwie in der Form mitzutun oder eben auch nicht oder dann eben auch entschädigt werden oder
Da gab es viele Diskussionen, Gedanken. Ist es eine Schenkung? Wie gesagt, dann hätte der Bruder auch einen Anspruch gehabt. Wir haben das Thema gelöst, indem wir uns für einen Verkauf entschieden haben. Sicherlich ungewöhnlich in der Familie. Aber wir haben uns für einen Verkauf entschieden, nachdem wir das mit der Familie, sprich mit dem Bruder und mit seiner Partnerin, und also so halten wir das, so halten wir das, besprochen haben. Und wir haben uns für einen Verkauf entschieden und da war das auch geklärt. Gell? Und alles, was jetzt in Zukunft ist, dann können wir sagen, Florian hat gekauft. Mhm. Ja? Und die Geschäftsführerposition wechselte dann auch mit dem Verkaufsdatum? Ja, die Geschäftsführerposition wechselte mit dem Verkauf. Er ist auch Eigentümer von der Technik und ja, also wie sagen wir, geschäftsführender Gesellschafter. Alleiniger geschäftsführender Gesellschafter, so wie ich es auch war. Ja, und das ist, hat viele, viele Vorteile. Ja. Sie haben das auch so gemacht, Herr Sparbot, Sie haben gekauft. Ja. Sie haben das gerade schon erwähnt, dass das gar nicht so einfach war mit der Finanzierung. Können Sie das vielleicht noch mal ein bisschen erläutern, wie das genau abgelaufen ist? Naja, zunächst fanden ja viele Gespräche mit den Banken statt. Ja. Und die haben natürlich dann auch die Zahlen in den Fokus genommen und gesagt, dass das letzten Endes nicht dem entspricht, was ja, in einer Weiterführung ja, entgegenspricht. Letzten Endes ist es so gewesen, wir haben eine Bank gefunden, die uns unser Konzept, unser Potenzial und alles das, was wir dort noch mit einbringen wollten, gesehen hat. Und dahingehend hatten wir eine gute Basis, darauf aufzubauen. Und das hat es seit 2016 auch sehr geholfen. Also wir konnten auf diesen, auf dieser Finanzierung, die wir da entgegengenommen haben, aufbauen. Und ja, das Ganze, ja, bis auf die Corona-Zeit dann halt, die dann doch eine andere Wirkung hatte, ausbauen. Mhm. Hat sich das dann irgendwie bemerkbar gemacht, dieser Geschäftsführerwechsel in dem bestehenden Unternehmen, also sprich die Akzeptanz bei den Kunden oder bei den Partnern des Unternehmens? Hat man das gespürt? Gab es da Vorbehalte oder war da eine gewisse Aufbruchstimmung vielleicht auch da, dass man sagte, jetzt kommt noch mal wer Neues mit neuen Impulsen? Wie lief das ab? Also ich glaube, Aufbruchstimmung ist genau das richtige Wort dahingehend. War, glaube ich, bei den Kunden eine zurückhaltende Haltung vorhanden. Wie geht es mit Summit weiter? Wir haben deren Produkte gekauft, aber jetzt wissen wir nicht, wie die Zukunft aussah oder aussieht. Der Geschäftsführer wird immer älter. Und ja, und ich glaube, mit dem Geschäftsführerwechsel kam dann Sicherheit rein. Das hat auch der Kunde gespürt. Und dahingehend ging das dann auch in ganz andere Richtungen wirtschaftlich. Danke. Herr Wiefel, wir hatten das ja in der ersten Diskussion schon gehört, dass hier auch ganz viel Psychologie im Spiel ist. Genau, an Sie. Okay. Und die Frage wäre tatsächlich noch für mich, ist Ihnen das denn schwer gefallen, loszulassen? Sie haben das Unternehmen aufgebaut, gleich nach der Wiedervereinigung, und haben das dann verkauft. Das ist ja auch ein echter Akt. Wie war das für Sie, da abzugeben? Also für mich persönlich ist es nicht schwer gefallen, weil ich weiß, oder ich wusste und ich weiß, das Unternehmen ist in guten Händen. Ja, es ist ein ganz engagierter Geschäftsführer. Und es ist auch wirklich auch ein neuer Schwung in die Firma gekommen, das muss ich auch bestätigen. Wir konnten, ich sag mal, ganz viele junge Mitarbeiter auch gewinnen, die mit einem jungen Chef besser können als mit einem alten. Viele der Älteren reden lieber mit mir als mit dem jungen Chef, aber das ist eben so und da ergänzen wir uns also auch prima. Und also mir ist es nicht schwer gefallen. Also ich falle da auch nicht in ein Loch hinein, von dem man oftmals hört, in das führende Führungspersonal dann reinfällt, nachdem sie ihren Job verloren haben. Also das wird bei mir nicht der Fall sein. Wie gesagt, es ist ein Familienunternehmen, da gibt es noch 1000 Dinge, die dort, ich sag mal, so ein bisschen hinter den Kulissen zu machen sind, damit der Laden läuft, wie man so schön sagt. Und da bin ich noch ganz engagiert. Und ich habe gerne übergeben. Ich weiß, dass das Unternehmen in guten Händen ist, ja. Ihr Vater hat Ihnen neuen Schwung bescheinigt. Was planen Sie denn in der Zukunft mit dem Unternehmen? Wie soll es denn weitergehen? Der allerwichtigste Punkt in so einer Fragestellung ist auf jeden Fall immer erstmal, dass man das Know-how, was in dem Falle der Vater oder auch ein anderer Altunternehmer, was er geschaffen hat, dass das
unter der neuen Führung erhalten bleibt und auch ausgebaut wird. Also das ist etwas, das beschäftigt einen Jahre. Ja, also das ist nicht innerhalb von wenigen Wochen geschafft. Das Zweite ist, dass man natürlich auch die Nachfolge bei den Mitarbeitern vorantreiben muss. Ja, das ist also etwas, wo der Herausforderung steht eigentlich jeder Neue. Das ist also ein ganz wichtiger Punkt. Und wir in unserem Falle, uns ist es auch gelungen, dass wir durch Förderprogramme, die es also vom Freistaat Sachsen gibt und durch Beratungsmöglichkeiten, die wir haben, dass wir noch einen Unternehmensteil in Bautzen dazu kaufen können oder das schon gemacht haben und eben uns da ab dem 1.7. vergrößern werden. Vielen Dank. Ja, und damit sind wir auch schon bei der Schlussfrage. Da würde ich gerne Sie, Herr Sparbot, und Sie, Herr Wiefel, mal bitten, einen Blick in die Zukunft zu werfen. Nun haben Sie das ja erst vor kurzem übernommen, aber mich würde einfach mal interessieren, wenn Sie dann irgendwann mal in die Verlegenheit kommen, Ihr Unternehmen wieder übergeben zu müssen, was würden Sie denn aus den Erfahrungen, die Sie selber gemacht haben, einem Nachfolger unbedingt mit auf den Weg geben wollen? Herr Sparbot. Das ist eine sehr interessante Frage. Ich würde auf jeden Fall Ihnen mitgeben, sich gut zu informieren, immer den Blick aufs Wesentliche zu halten. Und wenn man so einen Schritt geht, sollte man frühzeitig tatsächlich beginnen, die richtigen Stricke zu ziehen. Und dann, glaube ich, sollte das erfolgversprechend sein. Herr Wiefel? Ja, ich würde den Ball aufgreifen und allen jungen Unternehmern oder die es werden wollen, raten, werdet euch der Sache bewusst, ob ihr das wollt oder nicht, und dann geht gezielt auf das Ziel drauf zu. Anstatt lange rumzureden und lange rumzueiern, geht auf euer Ziel, was ihr euch gestellt habt, zu. Ja, vielen Dank. Dann darf ich an dieser Stelle schon der Gruppe auch danken, Herr Sparbot, Herr Wiefel und Herr Wiefel, für Ihre Expertise und dass Sie uns Ihre Erfahrungen hier mitgeteilt haben. Ich danke für das Interesse der Zuschauer und gebe hier nochmal den Hinweis auf die Aktionstage Unternehmensnachfolge. Sie finden alle Informationen wie angegeben www.unternehmensnachfolge.sachsen.de. Und vielen Dank für Ihr Interesse und auf Wiedersehen.